Ich beginne gleich mal mit dem Wichtigsten, was es in einem Ferienlager gab, dem Farnabellplatz. Und das waren die Masten, wo die Fahnen gehisst wurden, heißt Flagge. Ja, hier sind noch ein paar verfallene Bungalows, also wirklich absolut verfallen. Durch die Bäume dadurch kann man sehen, da geht es weiter. Ja. Wir sind hier am Verschesserer Hohenauner See oder umgekehrt Hohenauner Verschesserer See im ehemaligen Ferienlager Wassersuppe. Wassersuppe befindet sich aber schon noch 2 Kilometer von hier entfernt. Warum sich dieses Ferienlager Wassersuppe nennt, keine Ahnung. Denn wenn man da auf dem Fußwege hätte hingehen wollen, muss man mindestens 14 Kilometer um den See. So, vor diesem Ferienlager liegt ein Dampfer, großes Schiff, natürlich ausgeschlachtet, John Scheer. Und den Zugang dazu haben wir gerade entdeckt. Wir waren auch schon mal drin vor Jahren. Aber jetzt ist, glaube ich, der Zugang schon ein bisschen kriminell gefährlich. Heißt Flagge. Vielleicht hat der ein oder andere noch Erinnerungen. Hier ist wahrscheinlich ein Bungalow abgebrannt. Ja. Das ist der Zugang zu diesem John Scheer Schiff. Ja, vor 13 Jahren sind wir den mal lang und waren auch im Schiff drin. Haben aber leider nicht gefilmt. Das ist hier vielleicht, ja, 60, 80 Meter vor uns. Naja. Hier sieht man mal ein Bungalow aus der Nähe. Ich habe gedacht, das wären Garagen, aber nee. Das sind die Bungalows gewesen. Da sieht man ja noch so die Matratzen. Zumindest den Inhaltsstoff der Matratzen. Foto machen. So, hier war wahrscheinlich eine große Spielwiese, Spielplatz, wie auch immer. Und da ging es dann zu dem Strand. Und dort waren offiziell richtige Wohnhäuser. Und ein Haufen Draht ist ja überall. Ganz viele Drahtrollen liegen da. Und hier. Links geht's nach Verschesa und rechts geht's nach Hohenauen. Und das ist John Scheer von der anderen Seite. Wir haben uns schon mal vor einigen Jahren unterhalten und sind der Meinung, dass da eine zweite Etage drauf war. Erinnerst du dich? Und da war hier nach außen auch noch die Gangway. Es ist auch nicht mehr so weiß, wie es vor 10, 12 Jahren noch schien von Weitem. Es war immer so ein Markenzeichen.